Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge Let's Play Democracy 3. Das stammt aus dem Livestream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Armut unter Kontrolle. Wohltätigkeitsorganisationen haben mit Freude bekannt gegeben, dass die Armut nirgends in unserem Land ein ernsthaftes Problem darstellt. Mit einer Reihe von Regierungsmaßnahmen sei es gelungen, die Armut leicht unter Kontrolle zu bringen. Und die Wohltätigkeitsorganisationen sagen, dass unsere Armutsraten im Vergleich zu den benachbarten Ländern äußerst gut abschneiden. Zustimmung von allen 0,04 höher. Freust du dich auch so in solchen Momenten? So, ja. So ein ganz kleines inneres Lächeln, so auch schön, wenn es klappt. Ja, Umweltverschmutzung ist jetzt zu Ende. Umweltexperten sagen uns, dass wir das Verschmutzungsproblem jetzt unter Kontrolle haben. Unsere Staatsbürger müssen also keine Gesichtsmasken mehr tragen, wenn sie mit dem Rad zur Arbeit fahren. Oh Mann, jetzt in Corona-Zeiten hat dieser Text noch einen ganz anderen Twist. Aber so, und jetzt haben wir eine neue Situation. Unternehmensexodus. Unser Mangel an einer unternehmerfreundlichen Politik zwingt viele internationale Unternehmen, ihre Werke und Büros zu schließen und in andere Länder zu gehen. Das war das, was ich vorhin meinte mit, wir müssen da unbedingt was machen, sonst sind die weg. Nicht? Ja, und das haben wir uns jetzt zuletzt eingebrockt. Oder was heißt zuletzt eingebrockt? Arbeitsschutzgesetze, CO2-Steuer und die Automation Tax. Genau. Haben das jetzt hochgeballert. Wir müssen, also jetzt ist so die Herausforderung, dass wir es schaffen müssen, dass wir ein investitionsoffenes und freundliches Land werden. Ja. Und wir sehen es ja auch. Das Einzige, was wir gemacht haben, ist Arbeitnehmerinnenrechte und Arbeitsschutz zu stärken und zu sagen, dass wir gerne unsere Wirtschaft nachhaltig umbauen wollen. Das ist jetzt vom Prinzip an sich nicht so wahnsinnig schlimm, allerdings vermindert das alles die Gewinne von UnternehmerInnen beziehungsweise von Aktiengesellschaften und Co. Ja. Deswegen müssen die dann wiederum gucken, dass sie ihren Aktionären den maximalen Gewinn bieten und dafür kann es passieren, dass sie in andere Länder abwandern. Ja. Was auch einer der vielen Gründe ist, warum bestimmte Dinge nicht allein auf nationaler Ebene gelöst werden können, wenn man sie nachhaltig lösen möchte. Ja, das stimmt. Also gucken wir mal, wie wir das jetzt trotzdem versuchen, für unseren Fall national zu lösen. Also, die Umwelt ist weg. Ich würde jetzt einmal kurz auf die Asthma-Epidemie. Die stagniert. Kostet uns Gott sei Dank nicht so viel, aber trotzdem ist es nicht schön. Ja. Ich guck noch mal, gucken wir mal hier rein. Ja, organisiertes Verbrechen geht weiter langsam runter. Ja, das dauert seine Zeit. Ja. Bis diese Strukturen weg sind. Die wettbewerbsunfähige Wirtschaft ist auch kurz vor dem Stoppauslöser. Das ist schön. Hier hat die Steuer auf die Dings noch sich nicht hier, wirkt sich nicht direkt hier aus, aber das wirkt sich hierauf aus. Und da, ja, das wirkt sich hierauf aus und hier haben wir einen Knick. Das heißt, das wird langsam abnehmen. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Wasserknappheit ist fast nicht gesunken. Aber es wird sinken durch die Climate Change Adaption. Durch den Fonds. Ja, und jetzt haben wir den Unternehmensexodus, den wir jetzt schon hatten. Körperschaftssteuer ist hier ein großer Faktor. Und auch bei der wettbewerbsunfähigen Wirtschaft ist die Körperschaftssteuer ein Faktor. Aber ich bin vielleicht mal wieder zu kurzsichtig und suche nach einfachen Antworten. Macht es Sinn, Körperschaftssteuer in so einer Situation zu senken? Was würdest du sagen? Ich würde sie mir noch mal kurz angucken wollen. Und ich würde nach einer schnellen Definition von Körperschaftssteuer, was hier eigentlich alles umfasst und was wir damit alles beeinflussen. Ja. Das wäre doch auch mal schön. Da bin ich nämlich, da bin ich nämlich auch nicht hundertprozentig firm. Aha, Wikipedia hilft. Okay.
Die Körperschaftssteuer ist eine Steuer auf das Einkommen bestimmter juristischer Personen, beispielsweise von Kapitalgesellschaften, Genossenschaften, Vereinen, Anstalten. Und Steuersätze sind bla unterschiedlich gestaltet. Also es geht um das Einkommen von juristischen Personen. Heißt also, wenn wir die Körperschaftssteuer ein Stück weit senken, müsste der Logik nach der Gewinn gesteigert werden bei den Unternehmen, was dazu führen könnte, oh mein Gott, dass die uns nicht alle verlassen. Ja, und es hat direkt, Auswirkungen auf den Unternehmensexodus, weil das war ja direkt abhängig. Wir nehmen im Moment 22 ein. Hier sieht man die Weltwirtschaft wieder abgebildet, würde ich sagen. Und wenn ich jetzt, wir nehmen 22 Milliarden ein, wenn ich jetzt sagen wir mal, also wir waren auf 16%, 22, wenn wir jetzt mal auf 20 runtergehen, das ist schon, wir ändern hier schon 3 und verlieren nur 2 Milliarden in den Einnahmen. Ich würde sogar noch ein Stück weit, noch ein Stück mehr runtergehen. Ja. Weil wir ja gerade auch so viele unterschiedliche Unternehmensförderungsprogramme haben. Ja. Und Gründungsförderprogramme, sodass wir vielleicht Glück haben und einfach die Masse an neuen, jungen Unternehmen, die jetzt irgendwie kommt, das ein Stück weit ausgleicht. Ja. Dass wir auf der einen Seite den Unternehmensexodus verhindern und auf der anderen Seite dann die neuen Unternehmen wiederum zahlen können. Ja, also ich bin jetzt runtergegangen auf 11%, 16 Milliarden Einnahmen von 22. Wir könnten auch einmal kurz Änderungen rückgängig machen. Und wir haben immer noch einen Überschuss von 22 Milliarden. Ja, aber wir werden das Geld schon, also das werden wir auf jeden Fall los. Wir haben ja, so viele unterschiedliche Dinge. Aber ja, gut, Körperschaftssteuer so. So dahin so? So, ja, so auf 5, so dass wir so bei 15 vielleicht rauskommen oder 10%. Ja, so 10% Körperschaftssteuer. Vielleicht habe ich mir das jetzt auch falsch hergeleitet. Das werden wir gleich sehen, ob es funktioniert. Ja, wir gucken ja. Das gut ist, dass hier von unseren Entscheidungen, die wir hier klicken, keine Existenzen und Menschenleben abhängen. Aber das ist, es reduziert auf jeden Fall den Exodus. Um 10%. Ja, wir haben aber auch keine Beraterstäbe, das muss man mal dazu sagen, und keine Ministerien mit super ausgebildeten und erfahrenen Mitarbeiterinnen. Das stimmt. So, wir senken die Körperschaftssteuer. Richtig. Ja. Das hat er ja noch nie gefragt, oder? Nee, ich glaube, ich hab noch zweimal. Ja, ich glaube, das ist nur eine Sicherheitsabfrage ab und zu. André, ich würde dir kurz den empfehlenden Blick in den Chat zurückwerfen. Ich muss gerade ein bisschen lachen und ich möchte, dass du mitlachst. Zu viel. Die armen Pixel, das ist Pixeldiskriminierung. Ja, es ist, diese Schieber sind fizzelig, muss man wirklich sagen. So, wir haben die Körperschaftssteuer gesenkt. Wir haben direkt was hier dran getan. Mhm. Körperschaftssteuer. Das setzt in 4 Quartalen, aber das wird jetzt definitiv hier schon einen Knick reinmachen. Auf jeden Fall. Was können wir noch machen? Und bei den anderen Sachen, Mutterschutz und allem möglichen drum und dran, da finde ich, muss man dann als PolitikerIn und Parteienvertreter in unserem Fall auch eine Haltung haben. Dann einfach zu sagen, nee, das ist nicht wichtig. Also wir hätten jetzt daran auch drehen können. Das wäre jetzt so das Einfachste gewesen, um die Unternehmen wieder zurückzuholen. Aber das hätte so viele Auswirkungen auf ganz viele Einzelbereiche, die wir alle schon mal angefangen haben. Und inzwischen sieht man ja auch so ein Stück weit, dass wir so eine Strategie fahren. Ja. Und das wäre jetzt völlig kontraproduktiv gewesen, dort nochmal irgendwie ranzugehen. Ja. So, gucken wir mal, was wir in der Wirtschaft noch machen können. Verbraucherrechte ist jetzt wahrscheinlich nicht das Allerbeste.
Im Mindesten also garantiert der Staat, dass der Verbraucher nicht völlig über den Tisch gezogen wird und am Ende des Spektrums können drakonische Gesetze den Verbraucher auf Kosten des Handels nutzen. Firmen beklagen sich oft über die zahlreichen Gesetze, die den Verkauf an die Öffentlichkeit regulieren. Ich glaube, das wird wahrscheinlich mit in den Unternehmensexodus reinspielen, wahrscheinlich, oder? Ja, also da ist jetzt die Frage, wen wir wann verärgern und was wie notwendig ist. Also ich glaube, dass wir beide finden, dass die Verbraucherrechte geschützt sein sollten. Was für eine Wortkonstruktion, Satzkonstruktion. Ja. Das steht ja außer Frage. Was für uns jetzt wichtig ist, ist, ob sich das lohnt, uns noch weiter mit Unternehmen und Kapitalisten zu verscherzen, oder? Genau, wir sollten gerade an dieser Situation arbeiten, dass wir einen Unternehmensexodus haben. Ich hatte mir jetzt erhofft, dass wir noch was in der Außenpolitik finden, aber das sieht alles nicht so. Was ist denn das Farmland Acquisition Program? Wir müssen fruchtbares Land beanspruchen, um die Nahrungsmittelversorgung unseres Landes sicherzustellen. Das Ministerium für äußere Angelegenheiten kümmert sich um entwickelnde Nationen. Also ist im Prinzip eine Mischung aus. Ja, genau, Ausbeutung. Eine Mischung aus Entwicklungshilfe, aber dann haben wir auch was davon, also nicht wirklich. Also das heißt also das wäre schon echt eine Tarnung für Entwicklungshilfe, weil eigentlich. Nee. Das empfinde ich tatsächlich als schwierig. Ja. Ich kann auch Handel treiben, gute Preise ausmachen. Also fände ich fairer. Ja. In dieser sozialliberalen Blase, in der wir uns in unserem Utopienland bewegen. Tja. So, Hybridautos, das könnten auch die Unternehmen ganz gut finden. Luxussteuern wahrscheinlich nicht so. Wir hätten das Geld und es ist überhaupt nicht teuer. Und die Implementierungszeit ist. Hybrid-Auto-Initiative ist im Prinzip ein Förderprogramm und wir machen auch etwas für die Umwelt. Ja. Und auch für den Verkehr, was wahrscheinlich eine gute Sache ist in Bezug auf die Asthma-Epidemie. Dann würde ich sagen, nehmen wir das mal. Ja. Unser Ölbedarf sinkt, ansonsten gibt es eigentlich nur positive Auswirkungen. Sehr schön, da können wir auch ein bisschen gehen. Das kostet uns wirklich nicht viel. Da würde ich tatsächlich maximal machen. Ja. So, jetzt haben wir noch 12. Was wir noch. Wir könnten mal gucken, ob wir hier noch Sachen anfassen wollen. Technische Beihilfen. Hier, den habe ich eben gesehen. Young Entrepreneur Scheme. Den haben wir schon auf maximal. Okay. Ja. Dann haben wir den schon auf maximal. Könntest du noch mal kurz zu diesen Existenzgründungsgeschichten gehen, bitte? Weil für den die Logik, dass neun Sachen hier. Genau. Ob da noch irgendwas dabei war. Mir war so, als war da was irgendwo. Guck, Existenzgründungs- und Investitions- Investitionsförderungsprogramm, ja genau. Die Steuervergünstigung für die Unternehmens. Ja, genau, das war. Stimmt. Das hattest du auch noch gesagt. Wollen wir das machen? Das können wir uns leisten. Ja. Dann gucken wir nochmal, wie hoch. Freiberuflich find's gut. Ja, wir müssten das sinkende Bruttoinlandsprodukt immer noch so ein bisschen ausgleichen, was uns durch unter anderem die CO2-Steuer beschert wurde. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen vielleicht hier auch mal, wir können es immer noch senken, wieder, auf 3 hoch. Freiberuflich finden das toll. Das BIP wird angehoben, langsam, und die Spitzeneinkommen werden angehoben.
Sehr gut. Und es gibt mehr Freiberufliche und die Einkommen der Freiberuflichen gehen hoch. Richtig, und das ist, also das heißt richtig, das ist total schön, weil das wiederum bedeutet, dass diejenigen, die sehr viel Geld haben, das ja auch wieder investieren im Idealfall. Da müssen wir halt nur gucken. Also das ist ja das Schöne, hier funktioniert das ja auch wirklich in diesem Spiel, dass man sagt, eigentlich müsste das jetzt passieren. Der Mensch als Individuum funktioniert dann halt nicht ganz so leicht. Ja, ja. Okay. Eingeführt. Jetzt haben wir noch 5. Ich glaube, damit können wir nicht mehr wirklich viel. Wir können noch mal gucken, was uns noch... Mietpreisbindung und Alcohol Awareness. Haben wir beides jetzt nicht direkte Probleme mit. City Farms. Viele Leute wollen frische Lebensmittel oder Sachen aus der Landwirtschaft direkt. Also es ist quasi, dass man in der Stadt auch Sachen macht mit Landwirtschaft auf Häuserdächern und direkt quasi am Rand von Städten, dass da Farmen entstehen. Interessantes Konzept. Es gefällt mir auch deutlich besser, als die Variante in arme Länder zu gehen und dort landwirtschaftliche Flächen aufzukaufen. Stimmt. Hatte ich eben schon mal gesehen, das behalte ich mal im Hinterkopf. Aber ansonsten Reformkostsubventionen, aber das ist... Wir sind mit der Fettleibigkeit sind wir durch, deswegen würde ich sagen, City Farms können wir uns noch leisten. Also City Farms finde ich gut und das andere insofern spannend, als dass vorhin bei einer unserer anderen Entscheidungen der Lebensmittelpreis gestiegen ist. Und damit könnten wir vielleicht die Auswirkungen des gestiegenen Lebensmittelpreises auf die niedrigen Einkommensgruppen so ein Stück weit abfedern. Dann würde ich das vielleicht erstmal machen, weil wir haben ja immer noch die Gewalt gegen Roboter. Also lass uns vielleicht nochmal gucken, ob das jetzt irgendwie Sinn ergibt, was ich erzähle. Das macht Sinn. Also wir hatten hier Lebensmittelpreis. Ja. Der ist gestiegen. Durch die Krise der Wasserknappheit, Agentur für Lebensmittelstandards ist ja auch noch ein bisschen gestiegen. Internationaler Handel sorgt dafür, dass der abgemildert wird, Agrarsubventionen auch. Agentur für Lebensmittel erhöht den ganz leicht. Der Ölpreis, interessant. Aber ja, macht Sinn. Transportkosten? Ist es der Zusammenhang zwischen Ölpreis und... Ja, genau, stimmt. Ja, natürlich, Transport. Ja, habe ich nicht dran gedacht, ja. Ja, na klar. Wirkt sich auf die niedrigen Einkommen aus. Das heißt, diese Steuer wird tatsächlich Sinn machen. Hoffentlich ist die auch so gestaltet, wie wir das denken. Ich finde auch. Also, machen wir die mal. Lass uns mal kurz gucken. Ja. Meine Augen sind nicht mehr so gut, merke ich. Ich werde müde. Niedrige Einkommen sind direkt betroffen und zwar unmittelbar. Super, das können wir auch gucken. Ja, da können wir auch. Das sind wirklich nicht viele. Und vor allem die Gesundheit geht langsam hoch. Das ist auch nicht das Allerschlechteste. Okay. So, wir haben noch 2. Ich glaube, dafür kriegen wir nichts mehr. Die heimische Wirtschaft. Ja, genau. Nächste Runde. Wir sind noch eine und dann ist Wahl. Okay, wieder ein Dilemma. Gesetz zur Massentierhaltung. Eine Kampagne zur Verschärfung der Tierwohlfahrtsstandards gewinnt an Dynamik. Es gibt einen Gesetzesvorschlag, wonach höhere Mindestnormen in Bezug auf Raum, Ernährung und freien Auslauf, die den Tieren in Massentierhaltungseinrichtungen geboten werden, festgelegt werden. Meine Fresse, was für ein Satz. Schärfere Standards festlegen. Schärfere Standards festlegen. Es,
Es ist an der Zeit, dass wir etwas tun, um dafür zu sorgen, dass Tiere in der Massentierhaltung nicht leiden. Die meisten Menschen wären entsetzt, wenn sie die Zustände sehen würden, unter denen die Tiere gehalten werden. Diese Standards würden zu höheren Lebensmittelpreisen führen, aber die Menschen wären gerne bereit, mehr zu zahlen, wenn sie wüssten, welche Zustände die Tiere derzeit gehalten werden. Nichts ändern. Niemand zwingt die Leute, industriell verarbeitete Lebensmittel von den billigsten Quellen zu kaufen. Ja, das ist allerdings wahr. Es gibt Bio- und Freiland-Lebensmittel, aber der freie Markt zeigt deutlich, dass die Menschen nicht bereit sind, für eine Änderung in der Tierwohlfahrt mehr zu zahlen. Da greift die Regierung in den Markt ein, nur um ein paar Aktivisten zu beschwichtigen. Ah, wir sind, das ist jetzt quasi, betrifft genau gerade das, was wir machen wollen. Wir wollen den Lebensmittelpreis absenken. Aber es ist ein Punkt mit den Massentierhaltungen. Und auch, wie argumentiert wird. Genau. Und man könnte jetzt auch die Argumentation von Köchen und Köchinnen heranziehen, aus den ganzen vielen Kochsendungen, die immer wieder sagen, dass je besser die Lebensbedingungen der Tiere sind, desto besser ist das Produkt, was bei rauskommt. Ja. Also egal, ob wir jetzt über Eier reden oder ob wir über Rindfleisch reden. Und ich esse gern und ich esse gerne gut. Insofern bin ich für schärfere Standards. Und natürlich aus Tierwohlgründen, aber Tierwohl polarisiert, deswegen nehme ich die Kochargumentation. Ich finde das gut. Lass uns schärfere Standards machen. Wir werden schon einen Weg finden, am Lebensmittelpreis noch was zu machen, und wir kriegen auch unsere Wasserkrise bestimmt in den Griff. Also das machen wir das. Warte ganz kurz, nur zum Einhaken. Der Lebensmittelpreis ist auch erst dann wird weniger zum Problem, wenn unsere Löhne gestiegen sind. Das stimmt. Dann können die Leute sich das auch eher leisten und dann ist es nicht ganz so dramatisch. Okay. Und schlussendlich geht es trotzdem, wird ja nicht in die Freiheit des Einzelnen eingegriffen. Ja. So, dann gucken wir mal. Organisiertes Verbrechen ist weiter auf dem absteigenden Ast. Das ist sehr, sehr schön. Hier haben wir die Asthma-Epidemie. Oh, krass. Die ist krass nach unten gegangen. Das ist wunderschön. Die wettbewerbsunfähige Wirtschaft haben wir hinter uns. Der Stoppauslöser ist unterschritten. Das ist super. Unsere Wasserkrise. Oh! Was ist da passiert? Es muss eine mittelbare Geschichte von den Entscheidungen, die wir gemacht haben, sein. Krass. Dann Gewalt gegen Roboter ist leichter Knick nach unten. Und Unternehmensexodus ist verlangsamt, der Anstieg. Wie schön. Genau, und die Körperschaftssteuer wird sich dort auch noch ein Stück weit mehr mehr auswirken. Mal schauen, was wir noch an ergänzenden Möglichkeiten haben. Wir haben jetzt allerdings nicht mehr so weit. Also ich sehe gerade, dass da ein Defizit ist. Das macht mich dann nervös. 28 Milliarden Defizit. Also ich würde jetzt auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel Geld ausgeben, so Richtung Wahl, sondern mal schauen, was wir noch anpassen, so kleine Sachen. Ja. Was wird so, in welchem Bereich wollen wir da mal gucken? Verkehr vielleicht? Ich meine, das ist abgefahren krass mit dem hier. Finde ich. Hat mich jetzt sehr überrascht. Ich würde, glaube ich, noch mal... Oh, Entschuldigung. Nee, das ist total schön. Eigentlich könntest du noch mal so über die grau unterlegten Sachen drüber fahren, weil ich gar nicht mehr so ganz weiß, was ist. Technische Beihilfen. Sorgt für Technologie, Produktivität, aber... Arbeitslosenzahlen. Die können wir uns mal angucken. Die Arbeitslosenzahlen steigen durch die grünen Pfeile. Die roten sorgen dafür, dass die Arbeitslosenzahlen niedriger werden. Das ist so ein bisschen kontraintuitiv. Ja. Aber also Armut, also
Ja, so richtig. So ein Klassiker wäre jetzt nochmal, sich das Militär anzugucken, aber irgendwie widerstrebt es mir da auch. Die Arbeitslosenzahlen werden davon erniedrigt. Wenn wir das erhöhen, ja, dann werden die Arbeitslosenzahlen geringer, aber... Genau. Aber es kostet uns halt auch so eine ganze Menge. Ja. Bringt es auch nicht. Was haben wir? Tourismus, Werbekampagne. Warum nicht? Die haben wir schon. Die könnten wir noch hochsetzen. Aber eigentlich. Also ändert sich halt auch wirklich wenig. Ja. Ich würde vielleicht noch mal gucken, was wir noch so an Einnahmeoptionen haben. Einnahmeoptionen? Mhm. Steuern. Luftverkehrsabgabe. Mhm. Auf Flugbenzin sind in der Regel keine Steuern erhoben worden. Die Unterstützer der Flugbenzinsteuer argumentieren, dass dies eine unfaire Subvention für eine umweltschädigende Transportart ist. Die Fluglinien weisen darauf hin, dass das Besteuern von Flugbenzin sie lediglich bestärken würde, anderswo aufzutanken, was letztlich Gelder von unserer Wirtschaft wegleiten würde. So. Wow. Ja. Das stimmt. Die Frage ist aber, was unterm Strich steht. Ja, an der Stelle würde ich aber sagen, Luftverkehrsabgabe wird wahrscheinlich, also wird natürlich Menschen, die in den Urlaub wollen, stören, aber auch die Wirtschaft. Also ja, aber bei den Menschen, die in den Urlaub wollen, ist die Frage, wen es stört. Also ja. Diejenigen, die sowieso mit Arbeitslosigkeit zu kämpfen haben oder die geringen Einkommen, die wir die ganze Zeit versuchen irgendwie zu schützen und zu stützen, die wird es nicht so sehr stören. Die hohen Einkommen, na, die haben halt im Zweifelsfalle ja auch, haben wir ja gerade steigende Löhne, von daher können die das abfedern. Bei den mittleren Einkommen wäre es so ein Stück weit die Frage. Ja. Eine Sache habe ich jetzt allerdings, das kommt gerade durch den Chat rein. Horsti sagt, Drogen besteuern. Da wollten wir doch was machen. Sind die schon legal? Nee, die sind noch nicht legal. Aber das wollten wir eigentlich tun, oder? Da reden wir auch schon die ganze Zeit drüber. Ja, wir wollten Drogen legalisieren. Genau. Und dann wollten wir es besteuern, damit wir auch was davon haben. Ja. Cannabis dekriminalisieren oder sogar LSD dekriminalisieren. Ja, wir müssen es ja nicht gleich übertreiben, finde ich. Ja, dann machen wir also quasi das Kleine. Ja, das könnte sich auch positiv auswirken auf diesen ganzen Bereich Kriminalität. Ja, also das stimmt. Meine ja. Und es wirkt auch auf das organisierte Verbrechen tatsächlich. Ein kleines Stück. Und ich finde das auch gut. Cannabis dekriminalisieren ist auch eine Sache, wo ich definitiv sagen würde, ja, das ist finde ich super. Also, genau. Machen wir das so? Okay. Aber nur wenn wir es auch besteuern, dann haben wir ja gar nichts davon, dass... Genau, besteuern müssen wir bis nach der Wahl warten. Es wird total... Ja, weil ich glaube, wir haben nicht mehr genug politisches Kapital für eine Besteuerung. Dafür brauchen wir 8 für die Besteuerung von Freizeitdrogen. Und wir haben jetzt nur noch 4 durch die Legalisierung von Drogen. Und das ist jetzt quasi... Jetzt nächste Runde ist unsere Wahl. Im Prinzip haben wir kurz vor der Wahl nochmal schnell Drogen legalisiert. Finde ich eigentlich cool. Ja. Okay, dann würde ich sagen, lassen wir uns mal wählen und dann besteuern wir Freizeitdrogen. Ja, wir müssten nicht mal wirklich ein Wahlprogramm schreiben und so. Das ist schon ein bisschen einseitig. Ja. Es ist halt eine simplere Simulation. Also, nächste Runde... Oh, aber mit dir würde ich tatsächlich gerne mal so ein Wahlpodium machen. Was, bevor ich jetzt auf Zählung starte, was würdest du gerne? Ein Wahlpodium moderieren oder uns streiten mit politischen Überzeugungen? Naja, wir müssen uns ja nicht gleich streiten, aber ich kann mir das gut vorstellen, in so einer Wahlsituation mit dir zu sein und
das zu debattieren. Debattieren finde ich auch besser als streiten. Fände ich auf jeden Fall auch spannend. Jetzt gucken wir erstmal, was unsere Wähler sagen. Ich bin gespannt. Ich auch. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen und sagt Romy und mir gerne in den Kommentaren, was ihr von den Entscheidungen haltet, die wir getroffen haben. Oder wenn ihr eine Frage habt, dann haut sie einfach raus. Wir bemühen uns, die bei unserem nächsten Twitch-Stream zu bearbeiten und zu beantworten. Tschüss!